Hallo, ich bin Sebastian Kassüning, bin 30 Jahre alt und Berufsreiter. Es hat sich irgendwann ergeben. Ich habe angefangen, hobbymäßig zu reiten und dann ist irgendwann halt mehr draus geworden, dass ich da auch mein Geld mit verdienen wollte. Und so bin ich da hingekommen. Eine ganz normale Ausbildung gemacht zum Pferdewirt und dann auch dabei geblieben. Mit wie vielen Jahren warst du zum ersten Mal auf dem Pferd? Mit 9 Jahren habe ich angefangen zu reiten. Was war dein schönstes Turnier bis jetzt? Mein schönstes Turnier, ja, war auf alle Fälle K&K Cup 2010. War der schönste Erfolg und somit auch das schönste Erlebnis. Ein gutes Turnierpferd. Ja, gut, die werden alle 3- oder 4-jährig angeritten und machen dann die ersten Sprünge. Dann kann man auf jeden Fall schon mal die Qualität erkennen oder eben auch nicht. Und dann müssen die Pferde, um wirklich ein gutes Turnierpferd zu sein, auch ja, Ausdauer, eine gute Einstellung, guten Charakter mitbringen. Um das auf so einem Turnier 2-3 Tage dann eben konstant den Erfolg auch zu bringen. Also wirklich über die schweren Springen und größeren Turniere, da bleiben die wenigsten über, die wirklich dann dafür gut genug sind. Also man braucht echt schon mindestens 3 gute Pferde, die in der Lage sind, auf diesen Turnieren mitzuhalten. Die Top-Reiter haben 6 oder 7 oder 8, die können jede Woche wechseln. Aber ich habe zurzeit eben 3, die für diese Turniere gut genug sind und muss dann eben dosiert die Turniere planen. Also meine 3 Top-Pferde im Moment sind Lucy und Takila sowie Spitfire. Lucy reite ich jetzt so gute 2,5 Jahre und das hat wirklich von Anfang an super funktioniert. Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Die brauchen auch gute Nerven für so ein Turnier, oder? Die brauchen schon gute Nerven, ja. Es sind jedes Mal viele neue Eindrücke, Geräusche. Immer wieder eine andere Halle und andere Kulissen. Also die Pferde müssen schon wirklich starke Nerven mitbringen. Und der Reiter? Ja, der sollte auch ein recht starkes Nervenkostüm haben. Wenn es mal einen wichtigen Springen um etwas mehr geht, dann darf man sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzen, weil dann einfach das Reiten zu verkrampft wird und der Reiter einfach nicht mehr locker ist. Dann muss wirklich auf den Punkt alles funktionieren und alles stimmen. Und das ist dann eben die Schwierigkeit zwischen Mensch und Tier, dass beide zu dem Zeitpunkt Höchstleistung bringen. Sie reiten schon länger mit Sebastian zusammen. Ja. Was würden Sie sagen, was zeichnet Sebastian als Reiter aus? Ja, Sebastian ist natürlich ein sehr gefühlvoller Reiter, sehr ehrgeiziger Reiter, sehr konzentrierter Reiter. Und ich glaube, seine größte Stärke ist, dass er sich schnell auf neue Pferde einstellen kann und gerade auch sensible Pferde sehr gut reiten kann. Ich würde sagen, er lässt sie so ein bisschen, wie sie sind und dadurch kämpfen sie für ihn unheimlich mit. Sie geht jetzt noch eine gute Stunde in die Führanlage für Kombinationen, einfach Schritt gehen und locker ein bisschen auspusten jetzt nach dem Reiten. Und ich hole mir dann schon mal den nächsten.
Ja, im Sport erstmal haben mich meine Eltern auf jeden Fall kräftig unterstützt. Als dann die Entscheidung anstand, welchen Beruf ich wählen möchte, wäre meinem Vater natürlich lieber gewesen, in seine Branche zu kommen, in den Maschinenbau. Aber ich habe mich dann doch durchgesetzt und bin bei den Pferden geblieben und bin da heute auch wirklich froh drüber. Wir fangen hier in der Regel um 8 Uhr an, wenn nichts Besonderes ist. Wenn Turniere sind, dann auch schon mal deutlich früher, wenn wir früh los müssen. Aber so an sich sind um 8 Uhr die Pferde gefüttert, sodass wir dann anfangen können zu arbeiten, zu reiten. Und wann habt ihr abends zu Feierabend? Ja, unterschiedlich. Also wir haben keine festen Zeiten. Wir haben oftmals nachmittags oder gegen Abend auch noch Kundschaft, das heißt Unterricht oder aber Leute, die sich für Pferde interessieren, diese zu kaufen. Und sind dann eben nach den Leuten gerichtet, wann die Zeit haben und wann sie dann eben auch kommen. Also wird oft auch 7 oder 8 Uhr abends. Und jeden Tag, ne? Also Sonntag ist für euch ja meistens ja mit Turnieren und so? 7 Tage die Woche, ja. So an der Halle, Sie sehen den Sebastian täglich. Wie ist er so als Typ, als Mensch? Also als Mensch würde ich ihn einschätzen als wirklich ganz, ganz normalen Mensch, der wirklich bodenständig bleibt, egal ob er da mal vor einem Jahr in Münster so einen großen Preis gewonnen hat. Klar, dass sich da gefreut, wie jeder sich freut, wenn er einen großen sportlichen Erfolg hat, aber als Mensch bleibt er eigentlich immer gleich. Also was muss man mitbringen, um so viel mit Pferden zusammen zu sein? Muss man besonders ruhig oder tierlieb sein oder beschreibt man einfach? Ja, man sollte auf jeden Fall sehr ruhig dabei sein, um die Pferde eben auch merken zu lassen, dass nichts Schlimmes passiert und dass man mit Ruhe daran geht. Und dies überträgt sich dann eben meistens auch auf die Pferde, dass die ausgeglichen und ruhig an die ganze Sache rangehen. Wenn man da mit Stress oder Hektik oder Ärger rangeht, das merken die Pferde schon, wenn man mal einen Tag schlechter drauf ist.